So, ab ins nächste Dorf. So, oh, da oben ist ein Oppi oder so, oder ein Spieler. Schon wieder 5 von denen. Das heißt, wir werden uns... Wir fangen das Feld von hinten an aufzuräumen. Obwohl, Jenkins macht nur den Zauber... Den gehen. Machen wir mal Säusel. Top. Okay, der macht nur eine Konzentration. Das ist natürlich dennoch nicht die geile Erfindung. Jetzt müssen wir uns erstmal um den kümmern hier, dass wir den erst wegkriegen. Eventuell so. Ne, was hat sie denn noch? Knister. Machen wir da hin und Angelo kann nochmal die Stärkung auf Genghis machen. Ja, jetzt kommt man so langsam ins taktische Spielen. Vorher war es nur pures Draufgemetzel. Und jetzt kommt man so langsam, geht da rein, dass man halt alles machen muss. Schwächung, Stärkung und dann gucken, dass man halt so eine Gruppe wie jetzt zum Schlafen bekommt, damit die uns erstmal ein paar Runden in Ruhe lassen. Natürlich aufgewacht und stirbt direkt. Das ist halt so eine geile Sache. Der hat uns ganz Zeit in Ruhe gelassen und wir konnten ganz Zeit unsere maximale Kraft auf einen konzentrieren. Schauen wir mal, was steht denn auf dem Schild hier? Hier beginnt das Königreich. Askata. Okay, wenn das so ist, dann gehen wir aber vorher nochmal hier rein. Guten Tag. Hä? Ah, eine kleine Geschichte vielleicht. Maybe things will never be right between us. He, Marcello, will never forgive. If only we didn't share common blood, I'm sure we'd get along fine. Auch nicht schon wieder ein Bildfehler. Manche Dinge gehen gut und manche nicht. Abbot Francisco was always well known around these parts. And I was one of them. All of a sudden I was left with no family and no money. Ach man, das hat man letztes Mal auch schon bei diesem Bildfehler. Ist das mies. Müssen wir halt abwarten. Ich kann es nicht überspringen. Ich hab jetzt auch, möchte jetzt auch keinen Cut hier reinbringen. So gucken, wie wir das bearbeiten denn hier. Ist denn schon ein bisschen nervig. Ich kann den höchstens den Turbo noch einschalten, aber mehr auch nicht. Sound a lot like me. But there's no need to worry. What? Let's go and find the abbot. Come on now.
Angelo. You. So you're Angelo. Leave. I want you to leave. You leave and never come back. So you're intent on ruining this life for me as well, are you? Marcello was the golden boy of the Abbey. He studied, but when it came to me, his attitude was... I'm so sorry, child. I'm sad to it's so unlike Marcello to act like that. Ah. I always knew he had a half-brother. That's you. Ah, Halbbrüder sind sie sogar. They say time heals all wounds. From today onwards, this will... Not long after that, I heard the full story for the first time. About how I had a half-brother who was born from an affair between my father and one of the maids, and that was Marcello. If I hadn't... But when I was born, Marcello and his mother were thrown out of the house... Bla bla. Und ich starb nach kurzer Zeit, ja. Meine Güte. Jetzt wissen wir, dass die auf jeden Fall Halbbrüder sind und deswegen auch Streit haben. Quite a bombshell, don't you think? I was... Still, my father got off lightly. He did just what he wanted and then died. And left me to take the consequence. I'm the only one left for Marcello to hate. In a way, I can't say I blame him. And it was probably good. Certainly added a bit of spice to the humdrum luck. Angelo. This story's gone on long enough. Und das ist schon wieder morgens. Das heißt, wir müssen aufbrechen. Wait. Warte. Ich will mal den Gnom steuern. Und nicht immer durch die ganze Welt kämpfen hier. Naja. Darf er gern machen, dann wenn wir Gott noch an unserer Seite haben, haben wir das Spiel eigentlich schon gewonnen. Einen magischen Samen, den können wir uns gleich als erstes einsetzen. Dann habe ich das schon fast hinter mir. Der wird hinten drin wohl sein. Ist er. Steigert dauerhaft die Punkte, das heißt wir gehen hier drauf. 91, top ist das. Aber hier kann man nichts zerstören. Wir können ja einmal zwischenspeichern vorher und dann laufen wir direkt weiter. ...1600 haben wir noch. Klingt auf jeden Fall gut. Nur wie es genau nachher gut klingt, das sehen wir in der nächsten Stadt, wenn es wirklich teuer wird. So, Platz 1. Na sicherlich. Ja, möchte ich fortsetzen. Nicht wie gerade eben nein und dann startet das Spiel wieder von neu. Ah, ich will nicht. Tschüss. Tschüss. Danke für die Unterkunft. Wir beehren euch bald wieder in 10 Jahren. Tschüss. Jetzt hoffen wir mal, dass wir noch fix ins nächste Dorf kommen. Schleimritter. Das ist wieder ein Grüppchen, das heißt, wir machen so. Jessica macht schöne Zauber hier wieder. Und er kriegt den C. Ah, okay. Das heißt, ich habe erstmal einen schönen Vorteil, der greift mich schon mal nicht an. Hüpfschlag. Oh.
So, das heißt, wir sollten das Feld von hinten aufräumen. Zack. Zack. Machen wir mal Gepäck. So, Angelo auch noch hier. Zack. Ah, das war's schon. Nimm du den Pen rein, wir nehmen den. Also, das war's ja schon. Ist ja nichts Wildes hier. Noch nichts Wildes. Bis dann wirklich so fette Monster wieder auftauchen und wir doch gesäcklich doch leveln müssen. Schauen wir mal. Alchemiekessel, ob er schon so weit ist.